Diesen Ring will Lena sich gönnen, nur leider reicht ihr Bargeld nicht mehr. Zum Geldautomaten? Zu weit. Mit EC-Karte zahlen? Das geht hier erst ab 10 Euro Einkaufswert, denn für kleinere Händler sind die Kosten für Kartenabbuchungen oft einfach zu hoch. In ihrem Lieblingscafé ist das kein Problem. Hier kann Lena auch Kaffee und Kuchen mit ihrer EC-Karte zahlen. Mit einem kleinen Gerät werden Tablet und Smartphone im Handumdrehen zum Ersatz für ein Kartenterminal. Was wir anbieten, ist eine Lösung, die jederzeit und überall einsetzbar ist. Dadurch, dass wir das mit dem Smartphone koppeln und auf der Datenverbindung des Smartphones aufsetzen, kann der Gewerbetreibende überall und jederzeit auf einer Messe oder beim Kunden zu Hause überall Kartenzahlungen entgegennehmen. Das zweite ist das Modell, das wir anbieten. Unser Modell basiert darauf, zu sagen, wir wollen einfache, transparente Kartenakzeptanz. Das heißt, keine Vertragslaufzeiten, keine Grundgebühren. Durch den Aufsatz, der an das mobile Endgerät gesteckt wird, kann die Bankkarte mithilfe einer App direkt eingelesen werden. Die Sicherheit für Kunden und Händler garantieren PIN-Eingabe oder Unterschrift. Für Kleinunternehmer wie Stefan Kelz ist diese mobile Lösung ein unschätzbarer Vorteil. Es hat keine großen Anschaffungskosten, es ist mobil, ich kann es an meinem iPad, was ich auch für meine Kasse nutze, einsetzen. Die Kunden finden es sehr interessant, wenn sie kommen, weil es was Neumodisches ist. Und ich kann vor allen Dingen auch so EC-Kartenzahlungen anbieten, die ich vorher eigentlich aufgrund der höheren Kosten, die ich dadurch hätte, nicht anbieten wollte. Noch einfacher könnte es in Zukunft mit dem neuen Personalausweis werden. Er ist nicht nur genauso groß wie klassische Bankkarten, sondern soll demnächst auch als Zahlungsmittel funktionieren. Wir erlauben mit dem neuen Personalausweis dem Kunden zu zahlen. Voraussetzung dabei ist, dass auf dem neuen Personalausweis der RFID-Chip, der dort bereits standardmäßig integriert ist, auch freigeschaltet wird von dem Benutzer und er wird ausgeliefert mit einer sechsstelligen PIN-Nummer. Und Sie können überall da, wo Sie bisher auch gewohnt sind zu zahlen und mit Bargeld oder Kartensystemen gezahlt haben, dann auch PersoPay einsetzen und durch Eingabe dieser sechsstelligen PIN-Nummer erfolgt dann die Zahlungstransaktion. Ganz zu Hause lassen sollte Lena das Portemonnaie aber in nächster Zukunft noch nicht, denn die mobilen Bezahlsysteme sind in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Doch schon jetzt gibt es eine Reihe weiterer Anbieter, die eine Lösung für die mobile Geldbörse anbieten. So präsentieren neben PersoPay auch HeidelPay oder die Schweizer Firma Datatrans ihre Mobile-Payment-Lösungen vom 5. bis zum 9. März auf der CeBIT in Hannover.